Wir lernen heute die Mitzwa von den Tagen der Rambam. Der Rambam erzählt uns, genau wie ein Kohen Gadol darf nicht gehen in die Kodesh HaKadashim, wenn er möchte, nur an Yom Kippur. Genauso ein Kohen, normaler Kohen, darf nicht überhaupt reingehen in die Heichal, in die Mikdash, in dem Tempel, wenn er möchte. Darf nicht einfach reingehen. Nur während die Zeit von der Avodah. Nur während die Zeit von der Gottesdienst. Jetzt im Prinzip, die Menorah, die in der Betamikdash gezündet wird, kann durch jeder gezündet werden. Aber die Aufräumen darf nur durch die Kohen. Was von hier lernen wir, dass es geht um Zünden, ein Licht, ein zweiter Jid. Jeder kann es machen. Man muss nicht sein ein Kohen, ein großer Mensch. Jeder kann es machen. Auch wenn ein Mensch nicht vollständig ist, kann er es machen. Aber aufräumen, die Weg zu zeigen, das muss man schon sein, ein Mensch, der regelmäßig Torah lernt. Weiterhin lernen wir, dass man darf nicht reingehen in die Beit HaMikdash unrein. Man geht in die Beit HaMikdash und muss rein sein. Auch wenn ein Mensch möchte nahe an Gott kommen, jeder kann kommen. Aber er muss erstmal sich versuchen, besser zu machen und rein zu werden. Heute ist der 28. Tag im Monat Iyar. Erstmal, das ist Yom Yerushalayim. 48 Jahre zurück hat das jüdische Volk erlebt ein großes Wunder, als man hat zum ersten Mal seit der Zeit, wenn Israel, moderne Israel, hat man gekommen, es war ein großer Wunder, wenn man reingekommen ist, war der 6-Tage-Krieg wieder in Jerusalem. Heute, an diesem Tag, sagt der Rebbe Nehemjem, Tzemach Tzedek hat einmal geträumt. Sein Großvater, der alte Rebbe, gesagt zu ihm, auf drei Säulen steht die Welt. Und hat ihm gesagt, wenn ich masriat chilo yeledes nakei vazeu imcha, ich masriat chilo yeledes achazeu atay. Gesagt, ein Mensch kommt, wenn die Anfang der Mensch, die Anfang der Schwangerschaft von dem Vater ist, kommt ein Mädchen, wenn die Anfang der Mutter ist, kommt eine Junge, und das bist du, mein Enkelsohn, die Tzemach Tzedek. Was von hier sehen wir, dass ein Mensch hat eine große Wirkung auch auf die Eigenschaften von seinen Kindern. Wir nehmen die Gelegenheit zu wünschen einen herzlichen Mazel Tov, der Rabbi Pressman von seinen Geburtstag gestern, der Ebeschuss umgeben, ein Jahr von Segen und Erfolg. Schau.